Hallo und herzlich willkommen zum Numerologiekalender von und mit Brunhilde Feiner. Um die heutige Tagesenergie zu errechnen, nehmen wir die Quersumme vom 13. September 2016 und ja, bilden die Quersumme so lange, bis eine einstellige Zahl herauskommt. Und dann kommen wir heute zu der Tagesenergie der 4. Die Tagesenergie der 4, ja, um was geht es bei der 4? Es geht um Ordnung, es geht um Strukturen, es geht um Sicherheit, es geht um Arbeit, um das Schaffen, Schaffen, Häusle baue. Es geht einfach darum, ja, mit Ordnung, Struktur jetzt das Leben zu betrachten und überprüfe mal, wo vielleicht noch Chaos bei dir herrscht, ob es im Haushalt ist, ob es am Schreibtisch ist, wo auch immer, wo Chaos herrscht, da ist ein guter Tag, um heute mehr Ordnung hineinzubringen. Und ich versuche ja gerade seit ein paar Tagen Ayurveda mit der Numerologie zu verbinden. Wir haben im Ayurveda drei Konstitutionstypen. Das ist Vata, das bewegliche Element. Wir haben Pitta, das feurige, und Kapha, was dem Wasser zugeordnet wird. Und jetzt geht es heute um ja, die 4, auf der materiellen Ebene etwas erschaffen. Etwas erschaffen können wir nur, wenn wir letztlich aktiv sind. Natürlich beginnt alles irgendwann einmal erst mit einer Idee, mit einer Inspiration, mit einer Eingebung. Doch zum Schluss, damit es sich tatsächlich manifestieren und realisieren kann, müssen wir etwas tun, müssen wir etwas unternehmen, müssen wir eine gewisse Arbeit verrichten. Und so würde ich der heutigen Tagesenergie, der 4er-Tagesenergie, am ehesten die Pitta-Qualität zuordnen, weil Pitta ist die Handlung, Pitta ist die Aktion. Ja, ansonsten kurz am Rande noch, heute ist der Geburtstag meiner Oma. Ich kann leider nicht persönlich da sein, aber ich habe meinen Papa angerufen, er soll es ihr ausrichten. Und ich möchte es mit dir teilen, diese Frau wird heute 96 Jahre jung, alt. Wie auch immer, Wahnsinn, 4 Jahre nur noch und dann ist sie 100. Also wirklich, wirklich top. Und sie kann selber noch eine halbe Stunde spazieren gehen. Gut, die Erinnerung ist nicht mehr die allerbeste. Mal ist sie besser, mal schlechter. Aber körperlich ist sie noch relativ fit. Und ich bin wirklich stolz drauf, dass ich meine Oma so lange, so lange habe. Okay, zurück zur Numerologie. Wenn du deine Lebensaufgabe anhand der Numerologie herausfinden willst, klick unterhalb dieses Videos auf den Link und du kannst dir dort gratis den Numerologie-Report anfordern. Ansonsten abonniere den Selbsterkenntniskanal und wir sehen und hören uns dann morgen. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Ciao, ciao.